Neben mir steht Silvia Ebi und ich freue mich total, weil wir kennen uns aus Berlin von Frauenzimmer. Und du warst heute den ganzen Tag bei den Kommunikationsworkshop. Da waren ja 4 Stück, ganz schön viel. Ja. Es ist ja jetzt gerade vorbei, aber was hast du mitgenommen oder was hat dich bewegt? Also ich habe ganz vieles mitgenommen, bin aber doch auch noch ein bisschen erschlagen von denen vielen Informationen. Grundsätzlich, das Letzte bleibt hängen. Die Werte waren ganz, ganz toll. Macht auch viel Spaß, darüber nachzudenken, daran zu arbeiten. Und ich werde es auf jeden Fall tun und weitergeben. Ja, und schau mal, was die Zukunft bringt. Weil das Thema war ja interkulturelles Training und jeder hat irgendwie erwartet, was zwischen Kulturen, verschiedene Länder, und jetzt geht es einfach mal um uns trotzdem. Ne? Das ging so nach innen. Hattest du das erwartet? Nein, ich habe tatsächlich erwartet, dass es um andere Kulturen, um vielleicht auch Mitarbeiter aus anderen Ländern bei uns in Deutschland geht. Das war so mein erster Gedanke und bin sehr, sehr positiv überrascht, dass es um uns geht. Und dass wir daran arbeiten können, und fand es ganz, ganz toll. Genau, weil wenn wir quasi sicher sind und wissen, wer wir sind, wofür wir stehen, können wir auch mit jedem sozusagen umgehen. Genau, sehe ich auch so. Okay, dann vielen Dank und viel Spaß und gute Heimreise. Dankeschön, dir auch.